Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs. Bei mir ist immer noch Kamekocha. Und wir gehen jetzt den Boss erledigen. Und du bist immer noch der Kommentator? Nein, bin ich nicht. Momentan bin ich Kommentar, der Typ mit dem Stirnband, der durch die Höhlen rennt. Und nicht Kefi. Eigentlich bist du Kefi, aber sollst. Muss ja keiner wissen. Muss ja nicht die ganze Welt wissen. Du bist der Kommentator. Genau. Oh, ein Maulwurfschelm. Also ein Maulwurfschelm ist ein Maulwurf mit einer Schaufel in der Hand. So, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Mr. Pizzetti! Genau, Mr. Pizzetti. Ach, den konnte man immer so schön ärgern. Aber das ist auch wieder ein anderes Spiel. Ja. Vor allem, wenn du, wenn er dich geschoben hat, dann hast du ja nicht schon wieder ausgeschaltet. So, wir sind auf einem langen, einen langen Weg, sagen wir mal so. Einen langen Weg, um uns herum ist nur noch Wasser. Und ganz im Hintergrund ist ein weiterer Wasserfall. Natürlich sind da nebenher auch noch ein paar Wasserfälle, aber es ist ein Hauptwasserfall, sagen wir mal so. Ich habe aber kein Wasser, ich habe nur eine Cola-Mix. Du solltest mehr Wasser trinken. Das weiß ich ja, aber ich trinke mal 1,5 bis 2 Liter Wasser pro Tag, inklusive die Cola-Mix. Ach so. Gut, wir stehen jetzt also vor der ach so tollen Kristallkugel. Werden uns aber vorher nochmal heilen. Denn ich weiß, weil ich so toll bin und das Spiel sowieso nicht kenne, aber weissagen kann, denn ich bin auch ein Weissager wie Kalde Rascher. Sobald ich diese Kristallkugel anspreche bzw. mir nehmen will, wird ein Boss kommen. Ist so. So. Ich nehme sie. Eine Kristallkugel schwebt in der Luft. Nachher greifen und sie nehmen? Natürlich. So. Das ist vertont, das weiß ich, das brauche ich nicht sprechen. Hihi. Jetzt muss ich natürlich nach Gefühl einfach mal weiterklicken. Kann jetzt ein bisschen blöde werden für die Zuschauer, aber egal. Also im Grunde erzählt uns Geysir gerade, dass er schon sehr lange auf jemanden gewartet hat, dem diese Kristallkugel gehört. With the introductions. Now, for the moment of this Bristol Kugel. Ach so, ne. Ja, Geysir hat diese sehr unterhaltsame Angewohnheit, Wörter falsch auszusprechen. Okay. Denn er sagt hier gerade, gehört dieser Kugelkristall. Und dann, diese Kristallkugel dir. Natürlich. Ich hab sie gefunden. Meine. Genau. Trotteliges Menschenrind? Was ist das denn für eine Beleidigung? Nein, trotteliges Menschenrind. Okay, aber er attackiert uns. War ja klar. So. Ich verfolge hier eine. Aber eigentlich verfolge ich keine großartige Taktik, da gibt es keine großartige Taktiken. Im Grunde kann man nur draufhauen momentan auf dem Level. Au, Gengis direkt ein kritischer Treffer mit 27 Punkten Schaden, das ist sehr gut. Ja, Geysir kann verfluchen. Verfluchen wirkt ungefähr so wie der Unterhosentanz, den ich mal erwähnt habe, mit dem Schockzustand. Man kann sich halt nicht mehr bewegen, beziehungsweise kann halt eine Runde lang nicht angreifen. Ist natürlich uncool. Wollen wir nicht, aber kann er. Aber es gibt da eine sehr interessante Sache, die sieht man das allererste Mal hier. Der Held kann nicht verflucht werden. Der Held kann nicht verflucht werden? Der Held kann nicht verflucht werden. Der ist immun gegen Fluch. Warum das so ist, erfährt man sehr viel später, aber er kann nicht verflucht werden. Das ist sehr, sehr praktisch. Warum ist das jetzt nicht cool? So, mit einer komplett aufgeladenen Konzentration
Also was halt komplett, aber Level 3, Level 50 Konzentration. Habe ich ihm jetzt gerade einfach mal 73 Schadenspunkte reingewirkt. Okay, armer Gegner. Aber er hat mich. Tja, wenn mich attackiert, ist halt dicke. Ah, toll, er kann zaubern. Ich mag das nicht, wenn Gegner zaubern können. Also zumindest nicht, wenn sie so zaubern, dass alle meine Charaktere getroffen werden. Das ist immer sehr nervig. Aber dafür habe ich die Heilkräuter ausgerüstet, denn ich kenne mich hier noch relativ gut genug aus. Und weiß, was er so drauf hat. Wir konzentrieren uns aber wieder. Ja, jetzt wird Genghis langsam doch ein bisschen arg angegriffen. Also attackieren wir wieder. In der nächsten Runde muss Kommenta angreifen. Da muss Genghis dann durch, ob er will oder nicht. Ja, er verflucht eh. Verfluchen ist mir egal. Also, was man dazu sagen muss, Fluch trifft nicht immer. Es muss nicht treffen. Kann auch sein, dass der Charakter den Fluch abprallen lässt, sozusagen. Okay. Aber der Held kann grundsätzlich nicht verflucht werden. Und da ist der Boss auch schon besiegt. Was auch wieder sehr praktisch ist. Aber es ist beides praktisch, sowohl, dass der Held verflucht werden kann, was wir vorher schon hatten, als auch, dass der Boss jetzt kaputt ist. Genau, wir erhalten 107 Erfahrungspunkte. Kommenta steigt ein Level auf, er ist jetzt Level 7. Pip-Maximum, MP-Maximum, Stärke, Weisheit, all das Zeugs. Wir werden. Ah, ich krieg immer nur 2 Punkte, das nervt. Ein bisschen in Courage investieren. Und Genghis erreicht Level 7. Ja, Maximum steigen. Stärke geht bei Genghis immer sehr schön hoch. Er hat jetzt ein Plus 4 auf Stärke bekommen. Sehr schön. Und er hält 4 Talentpunkte. Die 4 Talentpunkte werde ich in Exe investieren, obwohl er momentan mit einer Keule unterwegs ist. Genghis Akt-Talent verbessert sich. Er lernt den Helmspalter. Der Helmspalter ist dafür da, um die Verteidigung eines Gegners zu senken. Und Geysir hinterlässt sogar noch eine Schatztruhe. In der Schatztruhe befindet sich ein Stärkesamen. Der Stärkesamen ist dafür da, um die Stärke permanent zu erhöhen. Boah. Hast du noch Luft? Ja, doch, so leicht. Ah, diese Schmerzen. Ja. Ja, und labert jetzt ein bisschen wieder. Ich muss jetzt ungefähr abschätzen, wann es vorbei ist. Das tut mir leid, wenn ich das dann so ein bisschen überspringe, aber ich spiele es momentan ohne Audio. Damit ich keinen Hall drin habe. Ihr werdet Audio haben, ich aber nicht. Deswegen kann ich es nicht ganz abschätzen. Boah. Selbst wenn, dann geht so ein bisschen eine Audiospur so leicht. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlimm. Aber ich bin froh, dass ich solche Leute wie Geysir nicht selber sprechen muss. Das wäre sehr schwer. So strong. Strong enough to withstand. Du bist kein Wahrwager. You are no Tortune Feller. Wait. Ach ja, und der kann nicht mal Wasserfall aussprechen. Es ist der Wasserfall. I hear that a castle called Trodane has been cursed. Ja, jetzt erfährt man so ein bisschen über die Geschichte des Helden. Denn der Held lebte zusammen mit dem König und der Pferdeprinzessin in einem Schloss namens Trodane. Und das wurde verflucht und von Dornen überwuchert. Und nur einer hat überlebt. Und zwar wir. He set off on a journey, leading a course and heart with a lone. Fällt mir gerade so auf, warum brennt der Stock nicht komplett runter? Es ist nur ein Stock. Aber egal. Spielerlogik. Ja, vermutlich. Oha, daran erinnere ich mich ja gar nicht mehr. Jetzt kommt die, jetzt sieht man, was so passiert ist in Trodane. Also zumindest so ein bisschen. Kennt man noch aus dem Anfang, glaube ich, als ich das wunderschöne Gedicht vorgelesen habe. Was sollte ich mir das noch einmal angucken? Kann nicht schaden. Jetzt sieht man aber auf alle Fälle ein bisschen mehr. Aber dafür kein schickes Gedicht. Schade. Genau, da hat man uns jetzt nochmal gesehen in Soldatenkluft. I thought that was you. Und daher kann man halt wissen, der Held war der Einzige, der diesen Zwischenfall überlebt hat. I don't know what you want with this crystal ball.
but it's yours now. Ich akzeptiere meine Hochlage. Oder war das Niederlage? Ja, sowas von. Ich hab dir voll in den Arsch getreten, mein Freund. Den du nicht hast, scheinbar. Nein, nicht. Ich hoffe mal, er muss nicht auf die Toilette. Einfach nur für ihn. Ja, das stimmt. Und wir sollen eine Nachricht überbringen an den Besitzer der Kristallkugel. Und zwar, es ist verboten, Dinge in Wasserwelle zu werfen. Ja, ja. Machen wir das doch. Gut, er verschwindet wieder. Und da wir ja so ultra cool sind, benutze ich jetzt meinen Zauber, die Hintertür. Und werde mich einfach aus diesem Dungeon verabschieden. Tschüssi! Sehr praktisch. Spart auf alle Fälle eine Menge zurücklatscht. Da die Gegner mir hier nicht allzu viele Erfahrungspunkte mehr bieten, brauche ich auch nicht da nochmal so einzeln durchlaufen. Dann benutzen wir noch einen Chimärenflügel, weil wir noch nicht teleportieren können. Und kommen dann an Inferbury. Ja, die Stadt, in der ich die ganze Zeit schon rumaktiere. Die allererste Stadt im Spiel. Die betreten wir jetzt, werden uns in die Kirche begeben und dann verabschieden wir uns da von euch. War seit 2 Jahren in keiner Kirche mehr. Tja, dann hast du noch nie... Also hast du seit 2 Jahren dein Spiel nicht mehr gespeichert. Dann muss man Real Life speichern. Keine Ahnung, wäre vielleicht... Das klappt doch automatisch. Ja, aber es wäre sinnvoller. Dann könnte man nochmal an Dinge zurückgehen, falls man was Scheiße gebaut hat oder so. Das ist lieber Hasus. Und immer wenn du dich abends drin legst, wird automatisch abgespeichert. Ja, aber wenn ich kaputt gehe, kann ich nicht wieder da anfangen. Das stimmt allerdings. Das System ist noch leicht unausgereift. So, wir speichern jetzt unser Spiel. Ja, wir haben gute Fortschritte gemacht. Wir haben auf Level 4 angefangen, diese Aufnahmesession. Jetzt sind wir auf Level 7, haben ein paar Stunden gespielt, haben den ersten Boss erledigt, haben Unterhosen gefunden. Alles in allem eine sehr gute Aufnahmesession. So, wir sagen jetzt auf Wiedersehen. Das war Dragon Quest 8 für die nächsten paar Tage, denke ich. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs, mit dem Kommentator. Und ja, mit mir nicht, ich verabschiede mich erstmal. Ja. Bis zum nächsten Mal. Adieu, Leute, adieu.